Zum ersten Mal werden 18 der bedeutendsten Gemälde von Edvard Munch außerhalb Norwegens ausgestellt. Und zwar in der Courtauld-Galerie in London. Unter anderem ist dort Abend bei Karl Johan zu sehen, das das Thema der Angst festhält, wie bei dem Bild Der Schrei, für das der norwegische Maler so bekannt ist. Ich denke, wenn man an Edvard Munch denkt, denkt man an sein berühmtestes Werk, Der Schrei. Aber diese Ausstellung zeigt, dass er so viel mehr ist als das. Er ist so vielfältig. Sogar in einem Raum erkennt man die verschiedenen Stile. Es gibt einige, die wirklich frei sind, andere sind ziemlich realistisch. Er hat eine enorme Stilvielfalt, aber der Grad an Angst und Beklemmung, den wir mit ihm verbinden, ist in vielen seiner Gemälde sichtbar. Munchs Leben war von Tragödien geprägt. Seine Mutter starb 1868 an Tuberkulose, als er 5 Jahre alt war. Seine Schwester, der er sehr nahe stand, starb im Alter von 15 Jahren. Diese beiden Todesfälle hatten eine schwerwiegende Wirkung auf den Maler. Das spiegelt sich in seiner Kunst wider. Die gerade angelaufene Ausstellung läuft noch bis zum 4. September.